Ja, was Sie da jetzt eben im Vorspann gesehen haben, das ist eine Aufnahme der Sonne im Licht der H-Alpha-Linie, im Licht des Wasserstoffs. Und damit willkommen, liebe Besucher, zu Gelausens Video Wettertagebuch. Das hätte ich nicht gedacht, dass heute die Sonne jetzt nochmal durchkommt. Sie kommt gerade eben raus aus der Wolkendecke. Da habe ich also heute eigentlich nicht mehr mit gerechnet. Aber unverhofft kommt eben oft. Und das ist auch beim Wetter ganz oft so. Ja, heute Morgen hat es noch geregnet, es war bedeckt. Und auch morgen wird das wechselhaft weitergehen. Noch mit Regen, Dienstag wohl auch. Aber der Trend geht wohl dahin, dass ab der Wochenmitte ruhiges Herbstwetter einsetzt. Inwieweit sich das aber auch in Norddeutschland durchsetzen kann, das steht allerdings noch nicht fest. Also da kann es durchaus noch den einen oder anderen Schauer geben. Wir müssen also damit rechnen, dass wir hier im Norden doch noch so ein bisschen benachteiligt sind. Ne? Aber Näheres sage ich dann in den nächsten Tagen. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.